Sie wollen ihr Leben kontrollieren, aber das Leben ist kein wissenschaftliches Experiment. Sie können ihr Leben nicht ewig kontrollieren. Machen Sie eine Sache in den Semesterferien, die Ihnen Angst macht, okay? Ja. Das dient als Eintrittskarte für Minus Escape Rooms. Sei der Erste, der entkommt und gewinn $1 Million. Wann fängt das Spiel an? Der Kinocast. Na, dann willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich freue mich hier ganz besonders. Das muss ich mal Chris zuerst begrüßen, weil er ja hier quasi von dem Totenbett wieder auferstanden ist. Hier. Wir haben schon dem Schreiner deine Maße geschickt und den Priester beauftragt, aber ja, jetzt hat sich das Blatt gewendet. Hallo. 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 Ja, wer hören will, warum das so ist hier, warum die Sprache so ist, der muss die Outtakes hören. Ja, und hallo Kate auch. Hi. Hallo. Mal schnell eine neue Linux-Distribution hier installiert on the fly hier vor der Sendung. Unsere IT-Expertin, Hackerin seines Zeichens. Hacker-Girl. Wie ist dein Hacker-Nickname? Mrs. Doch. Netflix. Mrs. Netflix. Ich weiß nicht, ob man da Markennamen so unbedingt verwenden sollte. Weil eigentlich Kate Byte, aber das darf man nicht laut sagen. Okay. Abkürzung KB. Oh. So, naja, wir haben ja wieder jede Menge Material mitgebracht für diese Sendung. Filme haben wir gesehen, Serien haben wir gesehen und wir haben eine coole Frage bekommen, wie ich finde, auf die werden wir mal kurz eingehen als Kommentar. Die kam, glaube ich, gestern noch an. Ja, dann beginnen wir mal und starten gleich mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Escape Room. Der wurde ja auch wurde der getippt? Ich glaube, ja. Ja, oder zumindest, ja. Wir hatten den schon mal vor einiger Zeit im Trailer besprochen, hatte, glaube ich, der Chris mitgebracht, wenn ich mich da recht erinnere. Ja. Und in diesem Film geht es dem Namen nach ja um einen Escape Room, also so ein, es gibt ja diese Räume, erfreut sich ja einer großen Beliebtheit gerade, wo so Räume aufgebaut werden, wo man mit einer Gruppe eingeschlossen wird und dann irgendwie eine Lösung finden muss, so Hinweise, die zur Lösung führen, irgendwelche Schlüssel oder Nummern finden muss und das alles manchmal auch unter Zeitdruck oder ja, manchmal passieren dann auch so kleine... Eigentlich immer unter Zeitdruck, ja? Das ist ja der Witz an der Sache. Ach so, okay. Ja, ich habe noch keinen mitgemacht und nach diesem Film werde ich auch keinen machen. Und ja, in diesem Film geht es darum, dass die Beteiligten, die in diese Gruppe reinkommen, bekommen erstmal so ein Würfel zugeschickt, der so ein bisschen aussieht wie von Hellraiser, dieser Zenobitenwürfel. Und sie wissen erstmal nicht, was davon zu halten ist. Und das sind auch völlig, ja, augenscheinlich erstmal völlig unterschiedliche Personen. Da ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann dabei. Da ist einer, der eher so in einem Lager arbeitet, bei so einem Lebensmittelladen. Dann eine Studentin, dann so eine etwas reichere Tussi. Und ja, die kommen alle zusammen, weil dieser Würfel beinhaltet eine Einladung zu einem Escape Room Spiel und alle hatten irgendwie auch vorher mal so einen Hinweis bekommen von irgendwie Freunden oder Bekannten oder Chef oder so, sie sollten doch mal irgendwie mit ihrem Leben vielleicht mal was Spannenderes machen oder so. Und deswegen nehmen die das dann an und gehen dann hin und da ist so eine Art Hochhaus, in diesem Hochhaus müssen sie eine bestimmte Etage fahren. Dort ist dann so eine Rezeption und sie werden in so einen Nebenraum platziert und sitzen da erstmal so ein bisschen rum und lernen sich kennen. Und wir als Zuschauer lernen auch diese Person etwas näher kennen, erfahren so ein bisschen über die Hintergründe und wie die so ticken. Also hier wird so schnell so ein bisschen die Zusammenstellung dieser Party klar, wer da wahrscheinlich welche Rolle spielen wird. Da ist auch so ein total nerdiger, ich glaube ein Inder oder Pakistani oder so dabei, der schon zig Escape-Räume gemacht hat und das ist irgendwie der ihm empfohlen wurde in irgendeinem Reddit-Forum und den wollte er unbedingt machen, der ist so ganz toll empfohlen worden und ja, wie sie dann relativ schnell feststellen müssen, geht das Spiel schon ja, quasi sofort los und sie müssen schon den ersten Raum lösen und sie stellen fest, dass der Raum oder die Rätsel jetzt nicht ganz so ohne sind, das heißt, man könnte sich da auch durchaus verletzen oder vielleicht sogar sterben.
Und da kommt natürlich noch eine zusätzliche Bedrohungskomponente dazu, dann, wenn es nicht nur der Zeitdruck ist, sondern wenn dann wirklich auch jemand zu Schaden kommen kann, dann hat man natürlich ein besonderes Interesse daran, jetzt so ein Rätsel zu lösen. Vielmehr will ich jetzt mal nicht verraten. Sie kommen dann halt in diverse Räume, wo diverse Rätsel drin sind. Es wäre jetzt total fies, das zu verraten, was da alles so kommt, weil das echt spannend gemacht ist. Oder kann man noch irgendwas Wesentliches sagen? Die Story ist eigentlich relativ einfach, ne? So ein bisschen so eine Mischung aus Cube, Saw, alles irgendwie ein bisschen in Mixer gedreht, Belko-Experiment, bisschen Psychologie dabei. Ja. Nö, nee, trifft's. Trifft's ganz gut eigentlich. Mehr muss man gar nicht wissen eigentlich zu diesem Film, um zu wissen, ob ihm das vielleicht gefallen könnte oder eher nicht. Ja. Vollkommen richtig. Siehst du ganz richtig. Nein, ist gut zusammengefasst. Nee, ist halt perfekt zusammengefasst. Ist ein unglaublich interessanter Film, unglaublich spannender Film, der halt echt anfängt mit so, oh, wir kommen jetzt, wir sind in diesem Raum quasi. Also fängt nicht direkt damit an, aber bist halt direkt im ersten Zimmer. Und baut sich halt wirklich auf. Also Spannung baut sich, denke ich, schon auf. Auch wer wie was da dahinter steckt. Und das schon. Also auch wie, das sieht man auch im Trailer schon, deswegen kein Spoiler, wie da mit der Virtualität auch gearbeitet wird. Gerade in dem Raum mit der Eiswüste quasi, mit dem Eisraum, wo da eine Wand dann quasi aus Bildschirmen oder sowas besteht. Das ist schon stark gemacht, also sehr, sehr cool eigentlich. Da steckt schon was dahinter. Es steckt auch vor allem gedanklich was dahinter und das fand ich ganz gut. Es ist nicht so ein typisches Überlebenskampf-Gedöns, sondern es ist wirklich so, okay, man muss aus dem Raum raus und verschiedene Charaktere eben müssen da zusammenarbeiten, egal wie. Und das fand ich ganz cool umgesetzt. Das ist sicherlich nicht die neueste Idee. Also bahnbrechend mit, boah, nie gesehen zuvor. Trotz alledem, wenn man schon mal in so einem Escape Room war oder in so einem Exit Game mitgemacht hat, ich fand es schon relativ gut getroffen, was das angeht. Ja. Sehe ich genauso. Klar, man zieht direkt Parallelen zu Saw, zu Cube, zu, wie du schon gesagt hast, Belko-Experiment. Aber nicht, dass sich hier dauernd irgendwelche Ideen abgekupfert wurden von irgendwelchen Fallen oder Rätseln, sondern es passt eher in das gleiche Genre. Aber es ist halt ins Jetzt gebracht. Ich meine, diese Escape Rooms oder diese Exit Games, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, ja. Ob es jetzt richtige Räume sind oder die Spiele für zu Hause, Das ist ein Hype und da macht jeder mit. Und ich finde es, dafür, dass es jetzt umgesetzt wurde als Film, ist es wirklich gut gemacht worden. Ja, also das ist, man guckt sich direkt den Raum mit an. Ja, wo könnte ein was versteckt sein? Wo könnte ein Hinweis sein? Dann ist, ja, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Räume sind speziell auf die Protagonisten so ein bisschen mit abgeschnitten. Also so, dass es nur der eine eigentlich lösen kann. Ne? Aber das kam mir vielleicht auch nur so vor. Aber ich fand es wirklich spannend. Ich fand es spannend und gruselig. Also gruselig vom Thema dahinter, was dahinter da steckt, hinter diesem ganzen Escape Room. Ja. Hat mir echt gut gefallen. Auch die Schauspieler fand ich okay. Ja, die Blonde ging mir ein bisschen auf den Nerven, aber ja. Sonst, ich fand das ein gelungener Film. Üblicherweise sind ja dann solche Sachen meistens so gestrickt, dass man relativ am Anfang schon glaubt zu wissen, wer das Ganze überleben wird. Und ja, nee. Das fand ich jetzt hier gerade das Gute, dass eben ja, das durchaus auch nicht so war und das halt auch vielleicht Publikumslieblinge oder welche, ja, so Personen, die ein bisschen näher gekommen sind, dann auch geopfert wurden hier für die Story. Das fand ich eigentlich ziemlich gut und das ist ja auch mit wenig Budget entstanden, das Ganze. Das heißt, da sind jetzt nicht irgendwie die riesen Namen dabei, die Darsteller, die kannte man irgendwie allesamt nicht. Aber hat mir gut gefallen. Also gerade. Aber trotzdem kleinen Budget mit Liebe zum Detail, finde ich. Also wenn man sich die Räume anguckt, die waren jetzt nicht nur einfach kalte Räume, wo man irgendwas finden muss, wie bei Cube oder so, sondern das waren wirklich detaillierte Räume, wirklich bis ins kleinste Detail. Und es fand ich echt gut. Dafür, dass es ein kleines Budget war, war da sehr viel Detailtreue drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss gerade kurz mich muten. Da würde ich auch den einen oder anderen gerne mal spielen, halt ohne die Lebensgefahr natürlich. Ja. Den einen Raum fand ich halt besonders gut, den will ich jetzt mal nicht erwähnen. Ich sag nur Billard. Den fand ich echt gut, auch so vom Set-Design her. Also da steckt halt wirklich. Mir hat aber auch dieser Bibliotheksraum so gefallen. Der war so richtig detailliert. Mit diesen schönen Tischen. Schön, dass wir nicht über Räume reden und spoilern, ne? Ja. Nein, ich sag ja nicht, was da passiert. Ja, es gibt schon schöne Räumchen. Ja. Also das ist fast so wie bei Cube eben auch, so von einem Raum in den nächsten rein. Aber hier ist halt die Abwechslung wesentlich größer, weil Chris hat es ja schon gesagt, mit dieser Eiswelt und so. Und ja, echt gut gemacht. Sehr spannend auch, fand ich. Irgendwie so. Weil dadurch, dass man nicht wusste, wer kommt jetzt irgendwie weiter oder wie geht das aus? Weil üblicherweise bei Saw war es so, na gut, bei dem ersten vielleicht nicht, aber bei den weiteren, die ja nur noch so ein 10 kleinen Negerlein-Prinzip waren, war es dann doch häufig so, dass man schon am Anfang irgendwie gemerkt hatte, ach ja, okay, der oder die wird es bestimmt überleben, das Ganze. Ja, aber hier wusstest du halt echt nicht. Kommt hier überhaupt jemand raus oder ja, kommt dann irgendwie ein großer Dreh oder schaffen es doch mehrere oder so. Ja, gut gemacht. Also gerade für die Sneak fand ich den auch ganz passend. War jetzt auch kein riesiger Ekelfaktor drin oder so, wie bei den späteren Saw-Teilen, fand ich. Wo jetzt zwar irgendwelche Metall-Sachen zuschnappen und dann irgendwie so total zermatscht werden die Leute. So. Das war halt hier gerade nicht. Oder? Habe ich irgendwas? Habe ich da irgendwas Bestimmtes anderen. Vergessen, wo doch was passiert? Nö, ne? War nichts. Also, von mir bekommt Escape Room auf jeden Fall in diesem Genre, weil ich ja auch gerade diesen, sag mal, kleineren Filmen, die mit weniger Budget entstanden sind, da doch ein bisschen das eine oder andere Auge zudrücke, da gebe ich dem Film einfach mal 8 Punkte. Hat mich sehr gut unterhalten. Ja, bei den 8 Punkten bin ich auch dabei. Ja, ich bin bei 7 Punkten. Also mal wieder nah beisammen. Ja, aber ich kann die 7 auch begründen, weil ich fand ihn schon sehr cool. Nur es hat so für mich so im Endeffekt noch so dieses so ein gefehlt. Das Ende fand ich übrigens auch nochmal sehr cool. Aber für die 8 Punkte hat mir dieses gefehlt. Und so ist es ein super solider Film. Meinst du, dass da die eine hätte blank ziehen müssen oder was? Nein, du weißt doch, sobald Titten oder Eishockey gibt es immer einen Punkt mehr. Hätte irgendwie hätten die dann irgendwie mit einem Eishockeyschläger versuchen müssen, da irgendwas machen in der Eiswelt? Ein Eishockeyraum, ja, das wäre natürlich. Dann wär's dabei gewesen. Apropos, wir sind ja vorhin gerade zurück und da war in Dublin am Flughafen ist so ein riesengroßes Plexiglas-Ding so zugemacht. Da sind alles so Sachen drin, die man nicht mit ins Handgepäck nehmen darf. Ne? Da lag auch ein Eishockeyschläger mit drin. Wenn du es gerade sagst. Ne? Ja, und dann noch so ein irgendwie so ein Paddle für, ich glaube, für Cricket oder so. Ja. Ja, aber wer da auf die Idee kommen würde, so ein Riesending. Naja, egal. Jo, dann Escape Room. Sind wir ja soweit durch. Der lief ja in vielen, vielen anderen Sneaks. Also ich habe ja quasi an dem Abend und an den nächsten Abenden einige Meldungen bekommen von in der WhatsApp-Gruppe, in der Sneak-WhatsApp-Gruppe von anderen, die auch den Film hatten. Also bin ich mal gespannt, wie die den anderen so fanden. Und wir gucken mal weiter, was vielleicht morgen bei uns in der Sneak-Preview kommt. Wie lautet denn da der Tipp? Ah, der Tipp. Jetzt triffst du auf den kalten Fuß. Mal was Neues. Ist mal der Tipp für die Sneak. Neu. 988. Mal was Neues. Mit Fragezeichen. Mal was Fragezeichen. Neues? Mal was Neues? Okay. Mal was Neues. Ja. Und es gibt genau einen Tipp. Es wurde getippt, mein Bester und ich. Das ist diese amerikanische Verfilmung von Ziemlich Beste Freunde. Der startet ja jetzt auch diese Woche. Glaube ich aber fast nicht, dass der bei uns kommt. Vielleicht wird es eher so, wie gut ist deine Beziehung? Oder welche versuchen, ihre langjährigen Beziehungen irgendwie aus dem Alltagstrott rauszuholen. Ich glaube, den werde ich mal tippen. Weil ich habe jetzt noch keine richtige Zeit gehabt, mich da zu befassen. Aber ich trage den gleich mal jetzt mit ein hier. Zack. So, ist mit drin. Haben wir wenigstens 2 Tipps. Ja, dann
ist ja die Auswahl nicht so breit jetzt oder so. Aber wir wissen ja nicht, kann ja auch was ganz anderes kommen. Kann sein, man weiß es nicht. Die Filmstarts, Moment, da hatte ich hier so einen Jingle. Kinocharts und Neustarts. Falls da die Sneak nix ist, es kommen ja noch andere Filme im Kino gerade. Zum Beispiel auf Platz 10 immer noch, meine Güte, Der Junge muss an die frische Luft. Platz 9, Creed 2. Platz 8, Mia und der Weiße Löwe. Platz 7, Plötzlich Familie. Oder wollte das eigentlich nicht jemand von euch vorlesen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Platz 6, Green Book, den habe ich geguckt. Platz 5, Der Club der Roten Bänder. Da werden meine Mädels irgendwie jetzt nächste Woche reingehen. Die wollten ja eh den sehen. Platz 4, Ralf Reichs 2. Platz 3, Alita Battle Angel. Oh, den wollte ich auch noch sehen. Platz 2... Der läuft ja jetzt erst an. Jetzt mach mal. Der ist jetzt angelaufen. Also, ja. Wollte ich auch noch sehen. Klingt, als ob er nächste Woche nicht mehr läuft. Das Blöde ist, ne, ich habe hier irgendwie Google News und so und manche kennen da ja nichts. Ne? Also da hat irgendjemand geschrieben, wow, was für ein Cameo-Auftritt am Ende. Ja, scheiße. Jetzt häng ich da und denke, oh. Also das hieß schon, die Überschrift hieß das schon. Ne? Also, naja. Platz 2, The Lego Movie 2 und Platz 1, Drachenzähmen leicht gemacht 3. Ja. Jetzt bin ich nämlich so, jetzt würde ich gerne wissen, wer da Cameo auftritt. Ne? Mag von euch jemand die Filmstarts der Woche machen? Der Link ist ja hier drin. Oh, oder soll ich das nochmal machen? Mach du nochmal, ich bin unvorbereitet. Okay. Also. Ich will ganz kurz fragen, wo ist denn der Link? Hier bei uns im Dokument, da unter News und Filmstarts der Woche. Ja. Ist es dann kino.de, Kinochart? Ah, ja. Genau. Also Der goldene Handschuh läuft an, das ist von Fatih Akin, ein neuer Film, der hat quasi einen Film gedreht über den Frauenmörder Fritz Honka, der auf der Reeperbahn in den 70er Jahren da sein Unwesen getrieben hat. Da haben wir auch heute den Trailer bei uns mit drin in der Trailershow. Ich hoffe, ihr habt ihn geguckt als Hausaufgabe. Ja. Mein Bester und ich läuft an, das Remake von Ziemlich beste Freunde, hat Kate schon richtig gesagt, aber jetzt mit Kevin Hart und Bryan Cranston und Nicole Kidman und die Kollegen von den Leinwandperlen hatten die eine Sneak Preview. Ich habe da mal reingehört. So sinngemäß meinen sie, das ist jetzt nicht ganz so eine 1:1 Verfilmung. Also ich glaube, wenn man den in der Sneak hat, dann muss man jetzt nicht gleich rausgehen, weil man denkt, oh, kenne ich schon. Sondern das ist wohl doch ein bisschen neu gemacht. Das Ende soll wohl auch irgendwie anders sein. Keine Ahnung. Also wer den Originalfilm schon kennt, was ja in Deutschland wahrscheinlich oder in Europa fast jeder, weil irgendwie hat das, glaube ich, also das muss ja fast jeder irgendwie einmal mindestens im Kino gesehen haben, bei diesem Einspielergebnis. Dann läuft noch an, Oscar-nominierter Film Weiß, Der zweite Mann, von Adam McKay, der ja letztes Jahr im Rennen war mit The Big Short, mit Christian Bale als Dick Cheney und George Bush, gespielt von Sam Rockwell, und Amy Adams spielt die Frau von Dick Cheney und Steve Carell spielt den Donald Rumsfeld, wenn ich mich recht erinnere. Großartiges Ding. Hat mich sehr begeistert. Würde ich. Also ich glaube, der Haupt-Oscar, der wird bestimmt an jemand anders gehen, Darsteller-Oscar, aber hier die Nebendarsteller, also der hätte, glaube ich, jeder einen verdient. Was aber leider nicht geht. Der verlorene Sohn, Biografie von Gerard Conley, der als Jugendlicher von christlichen Fundamentalisten von seiner Homosexualität geheilt werden soll, mit Lucas Hedges und Joel Edgerton und Russell Crowe. Nobody's Fool mit Whoopi Goldberg und Komikerin Tiffany Haddish. Die begeben sich auf die Suche nach einem Online-Betrüger, der sich als perfekter Liebhaber ausgibt. Habe ich schon die Trailer gesehen, sah sowas von unlustig aus. Ist auch gedreht von Tyler Perry. Tyler nicht mögen. Die Winzlinge 2, Abenteuer in der Karibik, Fortsetzung des familienfreundlichen Animationsfilms, da unternehmen die Marienkäfer und die schwarze Ameise eine unfreiwillige Reise in die Karibik. Uh-huh. Can You Ever Forgive Me? Das ist der Oscar-nominierte Film für Melissa McCarthy oder umgekehrt, also die Melissa McCarthy ist da Oscar-nominiert. Da spielt sie wohl nicht die übliche, lustige, dicke Pupsrolle da und kotzt und sonst was. Ja, sondern sonst würde sie auch keinen Oscar bekommen. Also wenn du dafür einen Oscar bekommst, dann, dann ist vorbei. Sondern sie spielt die Fälscherin Lee Israel, die 400 Briefe von Berühmtheiten, wie zum Beispiel Marlene Dietrich, türkte. Wahrscheinlich sowas wie damals die Hitler-Tagebücher oder so.
Die Schneekönigin 4 hat man ja auch für die Sneak getippt, kam nicht. Schade. Ja, und der Rest läuft bei uns, warte mal, ich schalte mal kurz auf Seite 2, ob da noch was ist. Nee, das läuft auch alles nicht bei uns an. Jo, aber da ist ja einiges dabei wieder mal und ich habe noch so viel anderes zu gucken, meine Güte. Eieiei. Schlimm. Ich fand es übrigens schön, wie abwechselnd wir das jetzt vorgelesen haben. Total! Ja, ihr wart ja sehr gut das vorbereitet. Das machen wir nächstes ne? Mal so. Ja, ja. Entschuldigung, ich bin jetzt seit gestern wieder zu Hause, hallo. Ja, du hättest ja auch anfangen können, ne? Bei ja, dem, ja, beim natürlich. Nächsten Mal dann. Ja, beim Mal. Nächsten Mal. Dann der, ich hatte ja ein paar Trailer hier rein. Also als erstes können wir ja gleich mal über den goldenen Handschuh sprechen. Der quasi mal ein etwas ungewöhnlicher Film aus deutschen Landen ist, würde ich mal fast sagen, weil zum einen ist es extrem skurril. Ich weiß nicht, kennt ihr die Buttgereit-Filme? So Nekromantik und sowas? Nee? Nee. Ja, oder Schramm oder sowas. Es waren auch sehr, sehr sperrige hier Filme von Buttgereit und das hat mich durchaus hier ein bisschen dran erinnert, an diese ganzen Charaktere, wie das so gefilmt war und so. Und das war ja auch so total absurd, dem seine Filme immer. Also bei Nekromantik ging es ja darum, dass so eine Frau, die als die arbeitet irgendwo im Krankenhaus und wenn da irgendwie eine frische Leiche reinkommt, dann nimmt sie die erstmal mit nach Hause. So, also ich hoffe, daraus erschließt sich jetzt die Story. Ich muss es nicht weiter ausführen, was dann passiert. Und so ungefähr so von diesen Abgefucktheit der Personen hier wirkt das hier genauso. Ja. Ja. Kein Film für mich. Also ich bin ja grundsätzlich immer Freund von diesen Filmen nach wahren Geschehen und wie so Psychotypen und so. Ich bin grundsätzlich ja immer dafür zu haben. Aber dieser Trailer ist nur widerlich. Ich finde es nur ekelhaft. Ich glaube, der wird polarisieren. Bist du für solche Psychotypen zu haben oder für Filme? Ich bin da jetzt gerade unsicher. Für die Filme über solche Psychotypen. Okay, danke. Ja, Chris. Ja. Ich weiß Bescheid. Ja, also ich habe den Trailer auch gesehen und hat mich jetzt auch nicht so abgecatcht. Also ich sag mal so, es gibt ja so amerikanische Filme, so The Hills Have Eyes oder sowas, wo irgendwelche total Rednecks dann irgendwie da am Rad drehen oder Texas Chainsaw Massacre oder sowas, ne? Wo irgendwie so verrückte Familien da. Und das ist halt mal hier in Deutschland. Ich finde, es hat durchaus seine Berechtigung. Ich meine, es muss mir ja nicht jetzt gefallen. Und ich glaube, ich glaube, ich werde ihn auch nicht gucken, also nicht im Kino zumindest. Zu Hause werde ich den vielleicht mal gucken. Und weil mich das einfach so interessiert. Also das sieht irgendwie relativ gut gespielt aus alles und es ist irgendwie so abgefahren, das muss ich irgendwie mal angucken. Also das muss ich auf jeden Fall angucken. Gerade wenn Fatih Akin so einen Film dreht über so eine deutsche Historiengeschichte hier das, und so, ja, die Darstellung, wenn das allein der Trailer dich schon so anwidert, ey, dann ja, muss ich den Film mal gucken. Wenn der das schon schafft, so viele Emotionen auszulösen, mal gucken, ob an dem Film irgendwas dran ist. Ja. Ja. Da hast du jetzt nicht Unrecht. Das ist eine verdammt gute Begründung. Aber wenn ich jetzt mal vor dem Fernseher sitze und das dann angucke und mir schlecht dabei wird, weil das wirklich ekelhaft ist, ich weiß nicht, also dann möchte ich, glaube ich, den Film nicht sehen. Na gut, muss das ja auch nicht. Wenn er ja so erstmal so umgesetzt werden muss, dass dieses Gefühl ausgelöst wird. Aber nee. Muss das ja nicht gerade mit Mutti und Vati auf der Couch gucken. Kannst du das ja auch mal. Aber ich hab mal so ein Buch gehabt über so Mordfälle da im 19. Jahrhundert und so. Und ey, da gab es so viele Fälle. Also da gab es auch so eine Fleischerei. Die haben halt immer mal irgendwelche Penner irgendwo weggefangen und haben die zur Wurst verarbeitet und so. Ey, da gab es so viele Sachen. Das war in Nürnberg übrigens. Und die Geburtsstunde der Nürnberger Rostbratwurst. Oh Gott. Und da gab es so viele Fälle, wo du einfach sagst, boah, das ist so widerlich, was da alles so passiert draußen. Und ja, wenn da jetzt jemand mal so ein Thema anfasst, warum nicht? Der goldene Handschuh läuft ja ab nächste Woche im Kino, könnte sogar in das Sneak kommen, mal was Neues, sag ich nur. Oh. wir widmen uns aber mal dem nächsten Trailer. Ich denke mal, der könnte der Kate gefallen haben, nämlich der heißt Tolkien. Ja. Und hat ja so ein bisschen so eine märchenhafte Harry Potter-eske Atmosphäre, finde ich, der Trailer.
Ja, naja, denn ja, märchenhaft insofern, dass es halt, also so wie ich den Trailer verstanden habe, ist es die Erzählung, wie Tolkien auf die Herr der Ringe-Bücher kam, oder nicht? Habe ich das Ja, aber missverstanden? auch ein bisschen märchenhaft verklärt. Ja. Ja, genau. Ja. Und das fand ich jetzt wiederum sehr interessant. Ja. Ist halt zum einen, also er hat ja eine sehr düstere Geschichte, also war ja irgendwie im Krieg und so, ne? Und das wird ja auch kurz gezeigt im Trailer und er träumt sich ja dann immer so weg. Er sieht dann halt nicht die gegnerischen Soldaten, sondern sieht halt irgendwelche Herden von Orks oder sowas und hat sich da quasi so ein bisschen seine Realität selber zusammengebaut, ne? Aus dem, weil die so mies war, die Realität hat er halt sich immer woanders hingeträumt. Und das sah schon ganz gut aus, also gut gemacht auch. Wobei da glaube ich ja von den bisherigen, sagen wir mal, Peter Jackson oder sowas, ja da nicht mit involviert, ne? Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus und mal schauen. Ja. Nicholas Holt, den mögen wir ja Ja. alle. Ja. Ich fand's fad. Ach, buh, jetzt geh doch Ach, weg jetzt hier. komm, Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das überhaupt nicht abgecatcht. Also ich weiß nicht, nee, der Trailer hat mich nicht abgeholt. Ich habe gedacht, okay, Okay. super. Mehr war bei mir als Reaktion da nicht drin. Nee. Ich habe euch ja jetzt austoben lassen, aber ich muss auch Ja. sagen, nee, das ist so. Ich finde es auch jetzt langsam so ein bisschen übertrieben, dass man jeden Scheiß ausschlagen muss oder ausweiden muss und gucken muss, boah, was können wir da noch für einen Film machen? Boah, was können wir da noch machen? Nee, mich hat's Ach, nicht. Chris. Nein, mich hat er nicht abgeholt. Na gut, die bisherigen, die da mit zu schaffen hatten, sind ja jetzt nicht involviert. Also ist jetzt Ja, nicht. das heißt, na und? Ja. Ich sage nur, weil du sagst, die schlachten das immer weiter aus. Das ist jetzt mal eine andere Herangehensweise von einem anderen Studio, von einem anderen Regisseur und ja. Ja, aber das ist ja jetzt gerade die große Mode gefühlt, dass man halt die Filme dreht über, wie sind Filme entstanden oder wie sind Ideen für Bücher entstanden oder so. Also da hier, das Mary Poppins-Ding gab es schon und wie man auf was Wonder Woman kam, gab es jetzt schon und alles so. Also als nächstes kommt wahrscheinlich dann der Stan Lee-Film. Wie kam er auf Spider-Man? Und ja. Okay, mu muss man mögen, kann vielleicht auch Es mal eine gibt auch ganz die coole Geschichte Geschichte sein. von, es gibt auch die Geschichte von J.K. Rowling schon als Film. Ja, ich habe jetzt extra Harry Potter weggelassen. Aber Mein Lieblingsthema. Ja. Und da, wie gesagt, ich weiß nicht. Also, das muss schon cool dann oder gut gemacht sein und hat mich jetzt im ersten Moment nicht abgecatcht und das ist auch nicht so ein Film, wo ich sagen würde, okay, cool, den will ich im Kino sehen, da hätte ich richtig Bock drauf. Also, nee. Ah, Ja. okay. Wir können uns dann davon überzeugen, ab dem 20. Juni läuft er in Europa, in manchen Ländern auf jeden Fall an. In den USA startet er am 10. Mai. In UK, ach, warte mal, UK startet ein bisschen eher. Na, irgendwann zwischen Mai und Juni, also ein richtiges Datum steht jetzt hier noch nicht drin für Deutschland. Und das nächste dann, da bin ich mal gespannt, After Passion basiert auf einem weltweiten Bestseller, der mir bis dato völlig unbekannt war. Das ist doch Entschuldigung. 50 Shades of Grey trifft. Wie hieß das mit den Twilight? Twilight, oder? Ist das so? Ich kann, also nein, ich glaube nicht, also ich glaube, dass der nicht jetzt irgendwie Vampir oder so ist, aber irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Der hat wahrscheinlich irgendwelche Aussetzer und siehst du doch in Trailer, der zerstört doch einmal den ganzen Raum quasi. Und ich glaube, dass der halt eine psychische Macke hat. Aber von der Story, von der Love Story her, ist es so ein bisschen wie Twilight und 50 Shades of Grey. Aber so Möchte überhaupt ganz keinen Bock kurz, drauf. wenn ihr euch erinnert an den letzten Montag in der Kino, im Kino, oder letzten oder Ja. vorletzten Montag, da gab es ein Buch. Und es gab das Buch After Passion. Ach so, tatsächlich. Ich habe nämlich die Ach ja. Beschreibung vorgelesen mit Tessa Jung ist Stimmt. attraktiv und klug. Sie ist ein Good Girl. An ihrem ersten Tag an der Washington Central University trifft sie Hardin Scott. Er ist unverschämt und unberechenbar. Er ist ein Bad Guy.
Leck mich am Arsch. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen recherchiert. Und After Passion ist nur der Auftakt. Es gibt noch After Truth, After Love, After Forever und wahrscheinlich After Eight oder sowas. Ey, Katastrophe. Ja, das ist halt, überhaupt wie gesagt, das ist so eine neue Buchreihe. Überhaupt nicht meins. Ah, er ist genau das Gegenteil von dem, was Tessa sich für ihr Leben wünscht. Und er ist sexy, gut aussehend. Und es zieht Tessa magisch an. Sie kann nicht anders. Sie muss ihn einfach lieben. Jo. Und sie wird nie wieder die sein, die sie einmal war. Unter dem Trailer? Na klar wird sie nie mehr die sein. Du solltest echt Buchrückenvorleser werden. Da wird sie nie mehr die sein, die sie mal war, weil sie wird ja im Trailer gefragt, ob sie noch Jungfrau ist, wo sie gleich so und wenn er dann mit ihr fertig ist, sind natürlich keine, sind nicht mehr so wie vorher, ist klar. Was mich hier unter den, diese Kommentare unter dem Trailer, ja, die sind ja so göttlich, ne? Also wenn du dich da mal durchliest, also hier zum Beispiel ein völlig erschütterter Kommentar von einer jungen Frau: Hey, wo sind denn die grünen Augen und die Locken und das Piercing in der Lippe? Die hat wahrscheinlich das Buch gelesen, weißt du. Oh Gott, Entschuldigung. Also ich muss mich ja echt entschuldigen für alle, die diese Bücher total gefeiert haben und alles. Das ist, früher lief das, glaube ich, unter dem Titel Groschenroman. Ich weiß nicht, fehlt eigentlich doch nur noch Dr. Stefan Frank. Oh mein. Dem Arzt, dem die Frauen vertrauen. Traurig. Ach du Scheiße. Ich habe übrigens gerade nebenher hier einen exklusiven Blick ins Buch. Ach du meine. Musst du es lesen, Schatz? Musst du es lesen? Unbedingt. Pass auf. Ich glaube, mein Leben ergibt keinen Sinn, wenn ich das nicht lese. Ja, das meine ich ja. Oh pass auf, dass du nicht aussehen kaufst da bei Amazon. Für meine Leser, die von Anfang an dabei waren, voller Liebe und Dankbarkeit. Ihr seid mein Ein und Alles. Oh. Oh. Soll ich den Prolog noch vorlesen? Nein. Ja, also nie. Ich habe nur hier den letzten Satz, einfach nur die letzten zwei Sätze. Nur eins weiß ich ganz sicher. Mein Leben und mein Herz werden nie mehr so sein wie vorher. Nicht nachdem Hardin hineingestürmt ist. Hineingestürmt. Das ist echt 50 Shades of Grey. Hineingestürmt. Ach du Scheiße. Oh Mann. Kann mir bitte irgendeiner von den geschätzten Hörern, die vielleicht das Buch gelesen haben, ihr müsst euch nicht outen, ihr könnt da irgendwie anonym schreiben, einfach sagen, was der für ein dunkles Geheimnis hat, der Typ, damit ich da nicht den Mist gucken muss oder so. Ey, du willst jetzt schon wissen, gell? Man ja, willst schon wissen, was ich bin mir sicher, dass stimmt. Ich das mit ein bisschen googeln, aber wenn ich das jetzt google, dann merkt sich Google, dass ich mich für sowas interessiere, dann kriege ich nur noch sowas irgendwie überall vorgeschlagen. Das will ich auch vermeiden. Ja, also After Passion. Ich muss nämlich dazu sagen, ich habe diese Empfehlung, dass dieser Trailer rausgekommen ist, habe ich 100.000 Mal bekommen von der Verleihfirma, von der Filmfirma, von irgendwie PR-Firmen und sowas. Und ich habe mir den angeguckt und dachte, boah, ist der mies. Oh Mann. Also After Passion kommt ins Kino. Darf ich noch mal ja, einmal aus dem noch. Buch zitieren? Einmal darf ich noch. Hast du das Buch da oder was? Nein, ich hab hier so eine kostenlose Leseprobe. Ja. Achtung. Ja, nee, okay. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja. Ich habe ja alle Bücher, ich verschenke denen das Nick und sage, die haben wir so bekommen. Und zwar, es passt einfach gerade so herrlich rein hier. Zitternd atme ich aus. Die vergangenen paar Minuten als unangenehm zu bezeichnen, wäre eine ziemliche Untertreibung. Oh Mann. Hölle! Und next, bitte, Entschuldigung. Also alle, die diese Filme mögen oder die Bücher mögen, Entschuldigung bitte dafür. Nicht meine Welt. Also, absolut nicht. Also unter dem, ich werde jetzt mal diesen Link zu diesem Trailer werde ich mit in die Shownotes nehmen, weil diese Kommentarspalte, die ist echt gut, weil ich bin hier gerade so ein bisschen durch, ne? Da zeichnet sich ein eindeutiges Bild ab. Also die jungen Frauen, die sind hin und weg, also völlig, also bis auf die, oh, warum hat er keine grünen Augen? Und die Typen hier,
Die sind dann so ganz pragmatisch. Also wir haben ja einen Explicit Tag, deswegen kann ich das mal vorlesen. Der Markus Klein schreibt hier, die Tessa kann man schon mal knallen. Film für 13-Jährige gehören sich geeignet und vielleicht auch für alte, einsame Hausfrauen. Alter, das ist frauenverachtend. Also das möchte Ich habe nur zitiert. Kinder, was mich am meisten an der ganzen Sache stört? Ach du Gott. Was mich ganz, ganz massiv stört daran, unsere Nachbarshündin heißt Tessa. Und jedes Mal, wenn ihr den Namen Tessa sagt, sehe ich vor meinen Augen diese Hündin. Ja, und dann, Tessa kann man schon mal knallen, bitte? Na gut, Sodomie wollen wir jetzt nicht gerade noch mit reinbringen hier in das Ganze. Nee, aber trotzdem. Okay. Könnten wir dieses Thema auch bitte beenden? Ich glaube, das hat jetzt schon mehr Zeit als alles andere in Anspruch genommen. Wir hatten schon Nekrophilie in der Sendung, jetzt haben wir noch Sodomie, jetzt ist alles dabei hier. Wir hatten hier. Ja auch mal den Pädoktober, wenn ihr euch erinnert. Ja, genau. Der ist zum Glück vorbei. Naja, gut. Okay, also After Passion, liebe Hörer, schaut euch das an, aber seid gewarnt, das polarisiert sehr stark. Ja, seid gewarnt, weil Tessa ist ein Good Girl. Und er hat keine grünen Augen. Ja. Und kein Piercing in der Lippe. Oh. Und da zeigt sich's wieder. Wie kann man solche Details denn nicht mitnehmen? Zeigt sich wieder, wie Mainstream solche Sachen wie Ramones geworden ist, wenn die solche T-Shirts tragen hier. Sauerei. Das heißt nämlich mit anderen Worten, aber ich kann meine Sachen, meine Ramones, die noch echt noch Vintage aus der Zeit sind, gar nicht mehr anziehen hier. Und sie denken, hallo, das hat er auch hier bei da und dort gekauft, da wo in dem Szene-Shop, in diesem Pop-Up-Store, wo sowas jetzt gibt und so. Naja, wo machen wir weiter? Mit Serien, ne? Immer. Serien. Meine geht ganz schnell, ich mach's nur ganz schnell. Ich habe Titans angefangen, jetzt im Flugzeug habe ich mir runtergeladen, voll geil. Also wer noch nicht reingeguckt hat, ich hatte große Bedenken, weil das sah so ein bisschen kindlich aus, aber das ist hammerhart. Also da wird richtig zugelangt und die Story gefällt mir echt gut. Jetzt keine Ironie, also wirklich, gefällt mir sehr gut. Ich habe bis jetzt 2,5 Folgen geguckt, dann sind wir gelandet. Kann ich empfehlen. Netflix Titans, mal reingucken. Also wer so ein bisschen auf Superhelden steht, weil das hier so ein bisschen abseits, Robin hat jetzt hier auch so ein bisschen eine eigene Rolle. Das ist spielt das Netflix oder Amazon? Netflix. Ist Netflix. Ich habe die erste Folge Netflix auch gesehen, war entsetzt mit Scheiß auf Batman. Ja, genau. Scheiß auf Batman. Das fand ich gerade cool. Und es geht dann noch gut weiter und die eine, ich will mal nicht, also fand ich voll geil. Also echt gut. So, Kate, du hast was geguckt, was mich auch interessiert? Ja, ich habe angefangen mit The Umbrella Academy und ich mache es ein bisschen länger wie du, aber ich sag auch warum. Ich finde es geil. Ich finde es echt geil. Weil, also pass auf, von der Geschichte her ist es so, aus irgendwelchen Gründen werden auf der ganzen Welt an einem Teil und demselben Tag zur gleichen Zeit Kinder auf die Welt gebracht. Das Problem daran ist, am Morgen dieses Tages waren die Frauen, die die Kinder auf die Welt bringen, nicht schwanger. So, das heißt, irgendwas ist mit diesen Kindern besonders. Und ein Professor wollte oder war halt damals versucht, alle diese Kinder zusammenzukriegen. Ja? Geschafft hat er das bei 7. Er hat 7 Frauen die Kinder abnehmen können, abgekauft, adoptiert, was auch immer. Ne? Und hat die in seine Umbrella Academy aufgenommen. Dann gibt es einen Zeitsprung. Also man hat am Anfang kurz diese Erklärung, dann das erste Mal, wie sie als Umbrella Academy auftreten und dann einen Zeitsprung, wo dann 5 von denen erwachsen sind. Ja, also man lernt erst, also man lernt im Erwachsenenalter nur 5 Stück am Anfang kennen, die alle so ihre Wege gegangen sind. Die einen sind gegangen, von zu Hause weggegangen, sind auf ihren eigenen Lebenswegen und so. Kommen aber alle wieder zusammen, weil ihr Vater, der Professor, stirbt. Und deswegen kommen sie alle wieder zusammen und man findet dann relativ schnell raus, dass er sehr herrisch war. Also er hat den Kindern auch keine Namen gegeben, die hatten Nummern. Also es war dann 1 bis 7. Und ist auch einfacher. In dem Fall, und dann. Ist auch einfacher, sich zu merken, 1 bis 7. Ja, nee, er wollte einfach keine Bindung aufbauen anscheinend, keine Ahnung. Dann gibt es noch so eine Art Mutter, die ist aber eher ein Roboter und die hat denen dann irgendwann Namen gegeben. Also die hat dann ihren Kindern Namen gegeben und so. Nummer 5 ist eines Tages plötzlich verschwunden und ich glaube Nummer
6 war es. Aber Nummer 5 ist gestorben. Ich wollte gerade sagen, Nein, das war tatsächlich ein bisschen blöd, weil Nummer 5 taucht dann wieder auf mit einer Geschichte. Ja, so. Und es war dann tatsächlich, er kommt schön, zurück. Schön, wie du den dann, Witz nicht verstehst. Doch, und dann sagt einer tatsächlich Nummer 5 lebt. So. Und dann musste ich innerlich sehr lachen. Hm. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber nur gut. So. Und dann geht es halt darum, dass Nummer 5 hat so quasi eine Zeitreise gemacht und ist dann aber in einer anderen Zeit stecken geblieben. What? Ja, die haben ja alle Fähigkeiten. Ne? Ich sage aber nicht welche. Er hat es dann zurückgeschafft. Ist eine ganz wilde Vermutung. Ich glaube, Nummer 5 kann Zeit reisen. Ja, mein Gott, das weißt du doch nicht. Vielleicht ist das auch eine Erfindung von seinem Professor gewesen. Schon mal darüber nachgedacht, dass der was erfunden hat. Der hat schließlich auch eine Robotermama. So. What? Also, auf jeden Fall schafft er es wieder zurück und versucht, die Apokalypse zu verhindern. Und das ist nicht gespoilert, weil das ist auch im Trailer zu sehen. So. Und er hat dafür aber nicht mehr so viel Zeit. Und im Endeffekt, dadurch, dass er in dieser Zeit, an einer Zeit hängen geblieben ist, ist er auch älter als alle anderen. Er kommt zwar als Kind zurück, aber er ist ungefähr 80 in Kopf. Und das ist ganz toll. Und man kriegt halt die Geschichte mit und so, ne? Und gibt dann nochmal so Zeitsprünge, so, dass man sieht, wie die ihre Kindheit war und wie die zu dem geworden sind, was sie sind und welche Fähigkeiten wer hat und so. Das ist ganz cool. Und das Einzige, was mich stört, und da muss ich jetzt die Serie noch zu Ende gucken, ist, ich habe relativ früh eine Vermutung gehabt, wer für diese Apokalypse verantwortlich ist. Und so nach und nach tut sich diese Befürchtung auch, sagen wir mal, bewahrheiten. Aber noch ist es nicht, das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen, ist noch nicht namentlich benannt, dass ich mein Recht habe mit meiner Theorie. Wenn das allerdings der Fall ist, dass meine Theorie am Ende in Folge 10 die richtige Theorie war, finde ich es schade, dass ich es bei Episode 3 schon vermutet habe. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Vielleicht ist es mit Absicht in die Richtung geführt, dass man das vermutet. Aber nun gut. Angucken. Kannst du empfehlen, das macht echt Spaß. Das ist echt cool. Weil das sind jetzt nicht diese so eine Art Superhelden, so wegen, ja, ich bin Superheld, ich ziehe mir jetzt ein Kostüm an und renne raus, ja, sondern das ist eher so. Ja, unser Opa, unser Vater, der uns adoptierte, der wollte halt uns zu irgendwas machen, da haben wir aber alle gar keinen Bock mehr drauf. Wir machen jetzt alle unser Ding und lassen es nicht raushängen. So, wer wir waren und wer wir sind. Die setzen ihre Fähigkeiten quasi eigentlich gar nicht ein, ne? Weil sie einfach nicht mehr wollen. Und das finde ich cool. Das war so die Anti-Superhelden. Ich werde es mal mit vormerken, wenn ich mit meinem durch bin, weil das ist ja, jetzt bin ich gerade im Superhelden-Thema so drin hier. Das ist echt witzig. Also mir gefällt es richtig gut. Es ist mal was anderes. Und ich kenne halt die Comics nicht. Deswegen kann es halt auch sein, dass jemand, der die Comics kennt, findet es total scheiße. Aber ich kenne die Comics nicht. Ich finde es ziemlich cool. Mir macht Spaß. Wunderbar. Kannst du empfehlen. Gucke ich nachher gleich auch weiter. Sehr gut. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was anderes geguckt. Nämlich auch Filme, die jetzt beinahe hinten runtergefallen wären. Ja, ich wollte nichts sagen. Hättest du mal. Nee. Ich fange kurz an mit meinem Film. Ich habe nämlich einen Oscar-Check-Film gemacht. Kommt nichts? Okay, dann mach ich einfach so weiter. Achso, Entschuldigung. Oscar-Check. Entschuldigung, ich dachte, du hast es aufgenommen. Achso, nein, das machen wir nicht. Ja, nee, live. Okay, dann machen wir das nochmal. Wir schneiden einfach den Teil jetzt nicht raus und machen es einfach nochmal und tun so, als ob nie was passiert wäre. Also, der Oscar-Check. Ja, so langsam geht es ja in die heiße Phase. Die Oscars sind ja bald, nachdem man jetzt auch entschieden hat, wieder die normalen Nebenkategorien jetzt doch wieder mit außerhalb der Werbepause zu verlosen, zu vergeben, wird es ja wahrscheinlich doch wieder eine ganz runde Sendung, auch wenn es keinen Host in dem Sinne geben wird. Oder sie verraten ihn einfach nicht bis zum Ende. Ich habe jetzt noch einen Film geschaut, der mir noch gefehlt hat, nämlich Green Book, der in manchen Sneaks sogar lief. Und den ich auch gerne da schon gesehen hätte, aber ja, es hat ja erst jetzt geklappt.
die heimliche Hauptrolle spielt Viggo Mortensen, der aber eigentlich in der Story die Nebenrolle hat. Er spielt den so einen Italo-Amerikaner Tony. Und der kommt so aus der Arbeiterklasse, redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, auch mit teilweise vielen Schimpfwörtern, Flüchen und so weiter. Und schlägt sich so mit Gelegenheitsjobs und mit kleinen Gaunereien so durch. Ja? Und dadurch, dass er eben auch ein Italo-Amerikaner ist, hat er natürlich auch da gute Verbindungen in andere Bereiche. Und eines Tages kommt es dazu, dass er da nicht mehr so richtig in seinem Umfeld weiter arbeiten kann und es vielleicht doch mal ganz gut wäre, dass er mal New York mal eine Zeit lang verlässt. Und er bekommt, er arbeitet auch so als Türsteher und bei so einer zwielichtigen Bar, wo er dann immer Leute rausschmeißt. Und daraufhin wird er mal von jemandem angehört, der sagt, hey, wir brauchen hier mal einen knallharten Typen, der auch gut Auto fahren kann, der unseren Konzertstar-Pianisten durchs Land fährt und der sich da kümmert, dass der alles hat. Und das ist jetzt nicht nur so eine Fahrergeschichte, sondern du musst halt auch dich ein bisschen dann um den kümmern, dass der alles hat, was er braucht, dass da immer ein Steinway-Flügel steht und so. Und wenn der nicht steht, musst du dich halt vorher kümmern. Das heißt, wenn der dort ankommt, muss alles perfekt sein und so, ne? Ja. Und der besagte Konzertpianist wird gespielt von Mahershala Ali, der ja für Moonlight oder mit Moonlight den Oscar gewonnen hat, der da die Hauptrolle gespielt hatte. Der ist schwarz und er macht sich auf den Weg in die Südstaaten von New York aus und hat ein sogenanntes Green Book mit dabei. Das ist ausgeschrieben Negro Motorist Green Book, quasi eine Anleitung für schwarze Autofahrer, wo sie am besten irgendwo unterkommen können, denn gerade in den Südstaaten durften sie zu der Zeit eben nicht überall in die Motels, nicht überall essen und so. Und da gab es direkt so ein Buch, wo drin stand, wo sind eure Hotels, wo könnt ihr irgendwo essen gehen, und daran müssen sie sich halt eben halten. Und der Tony, der sein Fahrer quasi, Viggo Mortensen, der hält sich am Anfang ganz gut da dran und guckt halt auch, dass das alles passt. Und seine Person, die er da fährt hier, der Pianist, die sind jetzt auch nicht die riesen Rebellen, dass sie sagen, wir gehen jetzt irgendwo hin und machen da einfach, sondern sie halten sich da dran und kommen aber so peu à peu, je weiter sie nach Süden reisen, also fängt dann irgendwie an bei North Carolina, South Carolina wird es immer schlimmer und so weiter, je weiter sie in den Süden kommen, desto schlimmer wird es auch mit dieser Apartheid und Rassentrennung und auch mit den Anfeindungen, denen er alltäglich begegnet. Und nachdem der Tony, der ist halt eine sehr, sehr offene Person, eine sehr kontaktfreudige Person, der will immer ein bisschen anbandeln mit ihm, der redet halt auch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und der Pianist, der ist halt sehr reserviert und drückt sich sehr eloquent aus und so. Er will auch lieber in Ruhe gelassen werden. Und die finden aber dann im Laufe des Films immer mehr zueinander, dass die sich auch gut verstehen und richtig auch befreundet werden. Und es ist sehr, sehr gut dargestellt auch. Gerade auch so diese ganze Zeit in 60ern, was da alles so abgegangen ist, was da so passiert ist. Und dass dann selbst der Pianist, wenn der irgendwo als Star-Pianist irgendwo eingeladen ist in so einen riesen Konzertsaal, wo irgendwie geladene Gäste, irgendwie die Reichsten der Reichen da sind. Und dann muss der Star des Ganzen, hat halt eben seine Toilette quer über den Hof im Plumpsklo, ne? Und alle anderen dürfen halt auf die richtigen Toiletten gehen, die da in diesem teuren Theater drin sind. Lauter solche Sachen, die halt damals passiert sind. Ist sehr, sehr gut dargestellt. Toller Soundtrack, gute Geschichte, gut erzählt. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was ich hier bei Moviepilot geschrieben hatte. Oh, da haben auch viele kommentiert. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich meinen gar nicht so schnell finden hier. Ob ich da noch irgendwas vergessen habe? Ich finde ihn jetzt gar nicht. Naja, also ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut, den Film. Kann ich empfehlen. Ist wahrscheinlich jetzt, nachdem ich so alles Mögliche gesehen habe, hat es vielleicht sogar neben Roma die Chancen auf den besten Film, weil der packt so ein paar Themen an, die die Academy eigentlich ganz gern sieht. Und
bin ich gespannt, was da so passiert. Green Book. So, dann machen wir mit eurem weiter, wo es nicht so viel um Rassentrennung geht, glaube ich. Mit eurem, oh Chris, wir machen mit eurem weiter, so, das ist sehr nett. Hast du alleine, danke, das, hast du alleine geguckt. Ja, ich war joggen. Und soll ich hier jetzt mal diese 60-Sekunden-Challenge probieren? Ja! Dass ich den jetzt in 60 Sekunden runterratter. Achso, ja. Ja, warte mal. Los geht's. Moment, Moment. Timer läuft, machst du einen Timer, Erik? Ich mache hier mal einen Timer, genau. Eine Minute. Du sagst einfach, wenn es losgeht, dann starte ich hier. Du sagst, wenn es losgeht, dann starte ich. Na dann, los. Okay, Deathwish habe ich gesehen mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Der spielt einen Chirurg, dessen Familie ermordet wird. Es ist ein Remake von dem Charles Bronson-Film Ein Mann sieht Rot. Sorry, das war und Fußballtor. Ja, vielen Dank. Nee, mach weiter. 14-Sekunden-Challenge, auch spannend. Und ja, also wie gesagt, er ist Chirurg, eigentlich ein relativ gesetzter Mann, spielt in Chicago, ist da ganz arg viel Straßenkriminalität und alles und das kotzt ihn an. Dann wird halt, wie gesagt, seine Familie überfallen zu Hause, während er arbeiten ist. Frau wird erschossen, die Tochter lebensgefährlich verletzt, liegt lange im Koma und er räumt dann also auf. Hat mir sehr cool, sehr gut gefallen, weil geht so ein bisschen weg von den typischen Actionfilmen mit viel Explosion und allem. Es ist wirklich pam, pam, pam. Mal auf den Punkt gebracht. Sehr viel coole Szenen. Es ist herrlich zu sehen, ein Bruce Willis, der erst lernen muss, mit einer Pistole umzugehen, was einfach sensationell ist. Und ja, von mir Deathwish, eine klare Empfehlung, läuft gerade auf Sky und bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Gerade rechtzeitig. Aber da war ja auch das Fußballtor dazwischen, sonst hättest du es laufen. Ja, genau, das war da bestimmt 5 bis 10 Sekunden. Und ja, da hat gerade Goal Alert reingeschlagen hier. Ja, nee, ich habe den auch schon gesehen. Fand das auch ein ganz gutes Remake. Da hat der Frisch mit Bruce Willis. Ich kenne auch das Original. Charles Bronson, Ein Mann sieht Rot. Oder im Deutschen, oder im Original hieß der auch Death Wish. Das Original haben sie wohl im Deutschen so genannt. Gab es so ein paar Stellen, die haben sie immer bei uns in der Zensur rausgeschnitten. Zum Beispiel da tut Charles Bronson irgendwie so eine Uhr nehmen und die muss jemand, stopft die jemand im Mund und haut dann so drauf und so. Das war so eine Szene, die hat die Zensurbehörde nicht gern gesehen. So eine Szene gab es hier nicht im Film. Nee, es gab ein paar andere Matsch-Szenen, ja. Aber wie gesagt, war cool. No. Gut, so, dann haben wir tatsächlich doch die gesehenen Filme noch abgearbeitet hier. Und, ach, ich sehe, du hast hier ein Game eingetragen. Games. Bin ich gespannt, ob sich's lohnt, weil ich, ja, 34 Euro, Ja, also es geht um Civilization 6 Gathering Storm, der neueste Download-Content. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, als ich im Krankenhaus lag, von Fabi, Grüße an dieser Stelle, der gemeint hat, oh, weil der lag auch krank zu Hause, allerdings mit nur so ein bisschen Erkältung. Vorsicht, Männergrippe ist nicht zu Männergrippe, ja, ich weiß. Und hat gemeint, das ist schon ziemlich cool. Und ich habe mir das dann angeschaut und hatte noch, Gott sei Dank, auch einen 20-Euro-Gutschein von Steam hier rumfahren. Hab den dann eingesetzt und dementsprechend hat es preislich auch gepasst. Aber wir haben das gestern Abend, weil ich ja nicht wirklich so weggehen und so, gestern Abend angezockt und angespielt und meine Fresse. Also da haben sie einen rausgedrückt. Du, das hätte ich nicht gedacht. Es gibt neue Zivilisationen, wie immer, wenn sowas kommt. Es gibt jetzt Kanada. Das hat mich schon direkt gecatcht, weil als Kanadier kannst du ein einzigartiges Gebäude bauen. Die Eishalle. Hervorragend. Eine absolut, absolut hervorragend. Und hast du da auch so ein paar Einheiten wie die Mounties oder was? Ja, den Mountie hast du auch. Genau. Ja. Vollkommen richtig. Richtig erkannt. Dann, und was halt die größte und wichtigste Neuerung wirklich drin ist, ist das mit Wetter. Es gibt Klimawandel. Das heißt, alles, was du entscheidest, was du machst, von deiner Energiepolitik aus und so, das alles hat Einfluss auf das Wetter. Sprich, wenn du jahrelang Kohlekraftwerk und die ganze Zeit die Atmosphäre verdünstest, dann kann es sein, dass die Polkappen schmelzen. Das heißt, es gibt Überflutungen. Es gibt Vulkane, die ausbrechen können und zwar unkontrolliert, wie es halt ist. Gibt den Vorteil, okay, Vulkanland drumherum ist natürlich fruchtbar und was weiß ich was. Auf der anderen Seite ist halt auch mal wieder alles zerstört. Es gibt Überschwemmungen, es gibt Stürme, es gibt Wirbelstürme, Tornados, es gibt dann, in der Wüste gibt es halt die Sandstürme.
Es gibt Eisstürme, ist ganz arg nett zu sehen, wenn es an einem selber vorbeizieht und beim Gegner halt mal gerade kurz hier ein bisschen was lahmlegt, weil einfach ein richtiger Sturm durchzieht. Das ist der Wahnsinn. Also ich finde es richtig, richtig cool. Es hat jetzt schon brutalst Spaß gemacht, jetzt mal so, aber das haben wir gespielt, so 3 Stunden vielleicht, haben wir jetzt schon auf dem Buckel. Aber, also das ist ein Update, dass das hebt Civ 6, wo ich ja nicht so begeistert war, habe ich gesagt, ja, ist ganz okay, ist solide. Hebt es für mich jetzt wirklich in eine ganz andere Sphäre rein, weil du ganz arg viel andere Sachen beachten musst. Dann auch neu ist jetzt so, dass du den Diplomatie-Sieg oder so irgendwie sowas noch machen kannst, was auch echt cool ist, weil wenn du überall abgehängt bist von den von irgendwie Wissenschaftssieg oder was weiß ich was, hast du jetzt auch die Möglichkeit tatsächlich noch über die Diplomatie da auch noch zum Sieg zu kommen. Es sind so viele Sachen besser ausbalanciert wie früher. Wenn du wirklich Streit hast mit einem, dann hast du nur mit dem Streit und nicht alle anderen so, oh, voller Kriegstreiber, sondern die sagen dann, oh, ja, okay, Gott sei Dank, ja, die Position kann man nämlich jetzt auch nachvollziehen und alles. Resolutionen im Weltkongress, der immer wieder kommt. Wirklich, also wie gesagt, von dem, was ich bisher jetzt gespielt habe, es macht unfassbar Bock, Civilization 6 nochmal richtig anzuspielen und durch und richtig, richtig reinzuspielen. Im Augenblick rundenbasiert eins wirklich meiner Meinung nach gerade aktuell der besten Spiele, die es da draußen gibt. Weil es ist wirklich, wirklich toll. Es macht verdammt Spaß. Das kann man echt nicht anders sagen. Du bist plötzlich der Natur ausgesetzt und das ist was, was es so einfach bisher noch nicht gab. Ah, ich zögere da immer noch. Ich warte mal noch ein bisschen, ob das vielleicht ein bisschen runtergeht. Also 34 Euro für ein DLC, ey. Das, ja. Das hat früher ein ganzes Spiel gekostet. Ne? Ist übrigens jetzt am 14. Februar rausgekommen. Also wir sind da brandaktuell, was ja, das angeht. Ich weiß, ich war auch nahe dran, das zu kaufen. Aber dann habe ich auch immer wieder gedacht, ey, 34 Euro. Und dann habe ich gedacht, nee, ich fliege ja eh erstmal kurz weg und dann kann ich es eh nicht spielen. Und habe ich gedacht, ja, ich warte mal noch. Naja, mal schauen. Und Ressourcen und so gehen natürlich jetzt auch aus. Du brauchst für die Einheiten, brauchst du das Ressourcen. Es ist total cool. Es macht total Spaß. Also ich kann es dir nur empfehlen. Ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, der Civ 6 gespielt hat und auch so, wirklich ganz anderes Element. Staudamm bauen, blablablub, total toll. Na super, okay, dann kommen wir mal in diesen Bereich hier. Briefkasten. Zum einen jetzt, wenn wir jetzt in dem allgemeinen Bereich sind, gleich mal der Hinweis, bei dem Gewinnspiel zu Ailos Reise, das ist ja letzte Woche zu Ende gegangen und da wollte ich eigentlich schon längst die Preise verlosen, aber ich habe das Zeug noch nicht bekommen von der Filmfirma. Das ist ein bisschen, ja, schade, weil der ist ja letzte Woche angelaufen, der Film. Ich dachte, ich mache das relativ schnell, dass ich den allen eine Freikarte gibt, wenn der in dem Kino läuft, aber das Zeug kam noch nicht und dadurch, dass ja da so T-Shirts und Zeug dabei sind, ja, ich hätte es halt gern erstmal hier, bevor ich jemanden sage, hey, du hast gewonnen und dann sage ich, ach nee, doch nicht oder so, weil, ja, ich warte da noch. Ich habe auch, es haben mich schon ein paar nämlich angeschrieben gehabt, hier, wann die Gewinner verkündet werden, deswegen nenne ich es mal hier. Dann, wer mir auf Instagram folgt, der wird gesehen haben, ich habe jetzt immer mal so Fragen drin, so Frage des Tages, die meistens so filmrelevant sind und da wollte ich einfach auch mal ganz kurz ein bisschen was vorlesen, so von den Antworten, so mal so als Anregung. Zum Beispiel war mal eine Frage, mit welcher Filmfigur würdet ihr gern mal einen Abend verbringen? Und ja. Schlimmste Antwort in dem Fall wäre deine Mutter. Ja. Und mal gucken hier, was gab es halt? Kate hat auch, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Den Sam aus Perks of Being a Wallflower. Die Sam. Dude aus Big Lebowski. Oh. Donna aus Suits hat hier jemand genannt. Ah, ja, sehr gut. Rob Gordon aus High Fidelity. Und ja, mit Olaf wollte jemand, da habe ich gefragt, Olaf Schubert? Nein, mein nicht, sondern Olaf aus Frozen. was hatte ich noch? Das war die Filmfigurfrage. Dann hatte ich mal, bei welchem Film hat dir das Ende überhaupt nicht gefallen? Schreibt den Filmtitel in die Kommentare. Und da habe ich extra mit einem Hinweis geschrieben, bitte nicht spoilern. Und da hat jemand geschrieben, Marley und ich, ja, Fast and Furious 7. Dann Abschluss der Matrix-Trilogie, obwohl da hat mir nicht nur das Ende nicht gefallen, sondern der ganze dritte Film hat mir nicht gefallen. Schreibt jemand Schindlers Liste. Gun Girl Glass hat jemand geschrieben. Scheint das Ende nicht so gefallen zu haben. Jo, und heute, mal gucken, ich hatte heute noch was geschrieben. Mal gucken, ob da schon was eingegangen ist. Ja, ich hatte heute geschrieben,
Welchen Film hast du mehr als fünfmal gesehen und er fesselt dich immer noch? Da habt ihr beiden ja schon geantwortet, das könnt ihr ja gleich selber sagen. Ihr hattet aber jemand anders noch Honig im Kopf, Hobbit, Kill Bill, dann Herr der Ringe wurde genannt, Prince of Persia, okay, Gegen jede Regel, Knowing und Interstellar. Bei 50% bin ich dabei, aber bei Knowing nicht. Mary Poppins, Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner. Night on Earth, oh, sehr schöner Film. Terminator, ja, das stimmt. Gut. Was habt ihr? Wisst ihr es noch? Ich hab die Harry Potter-Reihe. Die habe ich wirklich schon mehr als 10 Mal gesehen. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo kommt, bleibe ich hängen. Ja, ich habe natürlich meinen All-Time-Favorite Napoleon Dynamite drin. Die Star Wars-Reihe habe ich drin. Und ich hab allerdings, was mir raus ist, in dem Fall die Zurück in die Zukunft-Reihe natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, Back to the Future wäre doch bei dir vorne mit dabei gewesen. Gehört auch auf jeden Fall damit rein. Deswegen, da gibt es schon so ein paar Filme, die man echt auch viel zu oft, glaube ich, schon gesehen hat. Aber wenn so einer läuft, also wenn man irgendwann mal durchschaltet durch dieses Fernsehen, wenn man da durchschaltet und da kommt einer dieser Filme, ist es vorbei. Cool Runnings habe ich auch noch drauf. Oh ja. Star Wars kam übrigens jetzt am Samstagabend im irischen Fernsehen da auf Englisch. Das war nicht schlecht. In der irischen Version? Nee, schon original. Der kleine Grüne. Come to me, I'll show you the power of the dark side. Ja. Das klingt ja mega. War schon cool. dann haben wir gestern einen Kommentar bekommen von dem Martin zur Wäde. Der hat zum einen hat er sich so auf Robocrock eingegangen. Uiuiui. Robocrock. Jetzt ist irgendwas passiert. Ich geh mal gucken. Chris, geh mal gucken. Robocrock in Action. Und dann hat er noch gesagt, hat er geschrieben, bei welchen, also er hat uns eine Frage gestellt. Vielleicht warten wir, bis der Chris wieder da ist hier. Ja, der muss jetzt noch den Hund beruhigen. Hat irgendwas gehört. Oh, da haben wir Bautz. Gut, dann machen wir da weiter. Also bei welchen Filmen, den ihr als Kind gesehen habt, hattet ihr danach Albträume und musstet euch die Decke über den Kopf ziehen, um nicht vom bösen Mann geholt werden? Ganz einfach, Stephen King's S. Dann hast du gesehen das als Kind. Frühe Teenagerzeit. Wann kam der raus? Ich hab damals schon einen eigenen Fernseher gehabt. Und noch besser, noch viel früher. Die Akte X-Folge mit diesem ekligen Plattwurm aus der Dusche. Uah. Ja. Da habe ich auch Albträume gehabt. Da konnte ich 2 Tage lang nicht aufs Klo gehen. Und Film? Film tatsächlich S. Ach, weil du es gerade sagst mit dem Plattform da. Ey, da gibt es im Internet verbreiten manche so Bilder, wo dann so eine Schlange unten im Klo drin ist. In irgendwelchen, in irgendwelchen Ländern, wo dann quasi eine Schlange durch einen Abfluss nach oben kommt, ne? Unten vom Klo rein. Das finde ich auch voll eklig. Also, das gab es aber schon. Ja, klar gab es das. Haben sie das Foto gemacht. Siehst du die Schlange da unten drin, ey. Seitdem gucke ich jedes Mal da vorher ordentlich rein, ob da irgendwas irgend so ein Viech setzt sich da drauf, grad, ey. Da kommt von unten so eine eklige Schlange. Ich hasse sowieso Schlangen. Also ich überlege gerade, S war wirklich, das ist das wirklich, wo ich mich am meisten dran erinnere. Ich glaube, da kommt auch meine Angst vor Clowns her. Was mich auch noch, also grundsätzlich Stephen King, auch Friedhof der Kuscheltiere. Ich habe diese Sachen immer heimlich geguckt, abends oder am Wochenende, nachts, wenn die im Fernsehen kamen. Ich hatte dann irgendwann einen eigenen Fernseher im Zimmer. Und ich habe meine Mutter dann immer gesagt, hatte dann irgendwann die erzieherische Maßnahme, du darfst so lange Fernsehen gucken, weil du musst ja auch morgen, nächsten Morgen rauskommen. So, und dann musste ich mich so quasi selber erziehen, wie lange gucke ich Fernsehen, wann gehe ich ins Bett. Und irgendwann war es dann so, dass ich dann nachts halt auch mal länger aufblieb. Und da kamen dann diese Filme. Und wenn man mich fragt, dann werde ich immer Stephen King's S antworten. Boah, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich überleg gerade, bei mir waren das wahrscheinlich auch so ein paar Märchenfilme, die ich damals gesehen hatte, die ich auch ziemlich gruselig fand. Diese können ja auch manchmal ganz schön gruselig sein. Ich guck gerade mal, wann der rauskam. King's S. 1990 kam der raus. Und wenn der dann im Film
dann kam der im Fernsehen, sagen wir mal 2 Jahre später, da war, oder dann, da war ich Kind. Da war ich noch nicht mal 10. Ja, also, das kommt schon hin. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir damals, ich glaube, diesen alten Film von Das Ding, also nicht den von Carpenter, sondern den alten. Den ganz der war alten, zwar, den, der war den zwar, originalen. Den hatte ich damals irgendwann mal gesehen, den fand ich sehr, sehr, sehr gruselig. Also die richtig knallharten Horrorfilme, die liefen ja da noch nicht so im Fernsehen. Die habe ich dann meistens dann später erst in der Videothek dann geholt, wo ich dann 18 war. Weiß gar nicht. Ja, so Märchenfilme, so Kalte Herz oder sowas. Und dann gab es noch irgendwie das Blaue Leuchten, wenn ich mich recht erinnere. Das war schon irgendwie ziemlich gruselig und war es nur noch? Ich hatte vorher noch irgendwas gedacht. Ich glaube, ja genau, den ersten Alien hatte ich auch mal im Fernsehen gesehen. Das war schon auch extrem eklig da. Ja, Chris, wenn du jetzt wieder da bist, wir haben eine Frage bekommen von dem Martin zur Wäde. Der will wissen, welche Filme wir als Kind oder welcher Film, den wir als Kind gesehen haben, danach hatten wir oder hatten wir danach Albträume und mussten uns die Decke über den Kopf ziehen vor Angst oder so. Weißt du noch, was bei dir war? Also, das ist jetzt echt, also ein Film, wo ich das hatte, wo ich nicht schlafen konnte, fällt mir spontan keiner ein. Aber ich habe was Besseres. Ich habe, wir haben den Herbie-Film geguckt damals, oder ich weiß nicht mehr welcher Teil von Herbie. Und es gibt eine Szene, da wollte sich Herbie von der Brücke stürzen, weil er so beleidigt und traurig war. Oh nein. Und ich habe mich als Kind so aufgeregt, dass ich mich mehrmals übergeben musste. Das ist eine Erinnerung. Weil der arme Herbie, der kann doch nicht von der Brücke springen. Das ist hängen geblieben, ja. Aber so nicht schlafen können oder so. Ich hatte mal einen Fiebertraum von meiner damaligen Nachbarin, so eine ältere Dame. Das war so ein bisschen. Ich hab sie schon verdrängt. Jetzt machen wir gerade das nächste Thema auf, nach Nekrophilie und Sodomie. Noch irgendwie. Nein, das war dann wirklich, das hatte sowas von, wie hießen die Filme, Paranormal Activities, dass da auch so jemand okay. neben dem Bett steht und sich so groß anguckt. Und das war halt auch so eine Gruseloma. Deswegen, damit kann ich noch dienen, aber das, ansonsten. Das war quasi dein Nachbar mit einer Schneeschippe, wie aus Kevin allein zu Hause. Das war halt eine Frau bei die dir. Nachbarin. Die Nachbarin des Todes ist das. Mir ist übrigens gerade eingefallen, was es bei mir war. Ja, es war ganz gut, dass man noch. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, was war es, was hat mich. Bei mir war es tatsächlich Tanz der Vampire, der ja eigentlich eher lustig ist. Kennt ihr den mit Roman Polanski? Ja. Nee. Diesen Vampirfilm. Und Sharon Tate. Ja, da gab es den Film und da war jetzt nicht so alleine dieser Film selbst, sondern dieses ganze Thema Vampire oder sowas, da bin ich zum ersten Mal so richtig damit konfrontiert worden, als ich den irgendwie im Fernsehen gesehen hatte. Das fand ich dann irgendwie so gruselig, dass die dann quasi nachts, wenn alle schlafen, sind die dann unterwegs, weißt du? Und die beißen dich dann und dann, da weißt du nicht. Ja, genau. Also das hat mich, glaube ich, da ein bisschen nachhaltig. Ja, aber ein richtig guter Film. Ja. Obwohl, wenn du den später guckst, nicht mit den Augen eines Kindes, ist der eigentlich sehr lustig. Jo, also das war's. Vielen Dank für die Frage. Gern auch neue Fragen schicken, gern als Kommentar oder direkt als E-Mail oder wie auch immer. Und ich werfe jetzt mal einen Blick rein, wer die letzte Woche den Kinocast oder in der letzten Woche den Kinocast unterstützt hatte mit irgendwelchen Einkäufen hier bei Amazon. Ja, zum Beispiel jemand, was ist das? Frequency, ist das der Film? Ja, der Film mit Dennis Quaid hat jemand auf DVD gekauft. Vielen Dank dafür. Dann ein Wechselrahmen für einen Dell, quasi, wo man so eine Festplatte einbauen kann. Ein HDMI-Kabel wieder mal. Amazon Basics. Logitech, was ist das? G502 Proteus Spektrum. Meine Güte. Eine Maus. Muss gleich schreiben, Maus. Computermaus. Ja, dann ein Laptop-Akku. Dann nochmal eine Maus. Logitech G240 hat wahrscheinlich jemand probiert, welches am besten geht. Ein Ethernet-Adapter für Fire TV. Aha. Okay. Hier hat sich auch jemand die Eberhofer Triple Box bestellt. Mit Dampfnudel-Blues.
Winterkartoffelknödel und Schweinskopf al dente. Sehr gut. Auf Blu-ray. Coole Sache. Die Star Wars, die letzten Jedi hat jemand bestellt. Eine Blu-ray. Und was sind das? Mofo. Ach, wie heißt es jetzt? USB-C auf USB-Adapter, würde ich es mal sagen. Und, Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch. Auch nicht schlecht. So, das war's. Ja, vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben. Wenn ihr den KinoCast unterstützen möchtet, monetär, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf kinocast.net geht und dann auf der rechten Seite gibt es irgendwo so einen Button, der heißt irgendwie Amazon Unterstützung oder so. Klickt da einfach drauf und sucht dann, was ihr suchen wollt und bestellt das. Dann kriegen wir eine kleine Provision. Ansonsten könnt ihr uns auch über diverse andere Sachen unterstützen. Auch, sagen wir mal, moralisch Kommentare schreiben, Likes da lassen. Ja, geht das noch mit den Umschlägen mit Geld verschicken? Geht das auch. Sehr gern, ja. Oder einen ganzen Koffer. Kann auch einen Koffer oder ein Paket mit Geld schicken. Oder gern auch Edelmetalle. Ja, die sich verwerten. Kein Uran, das hat man schlechte Erfahrungen mit. Ja, Uran. Obwohl, das kann man wieder weiterverkaufen, muss man halt im Darknet dann ein bisschen suchen. Spaltbares Material, alles zu uns. Die Adresse findet ihr hier auf der Seite. Und ihr könnt auch Kontakt aufnehmen mit uns. Also entweder KinoCast direkt überall in allen möglichen sozialen Medien @KinoCast oder direkt an mich, zum Beispiel eric@kinocast.net, eine Mail schreiben, an die kate@kinocast.net, chris@kinocast.net. Und dann sind wir eigentlich soweit durch für heute, oder? Was meint ihr? Was meint ihr so? Warum geht hier eigentlich der Subscribe-Button nicht auf meiner Seite? Weiß man nicht. Aber liebe Hörer, ihr kriegt das schon raus, wie das geht. Wir haben jetzt auch einen Spotify, einen direkten Button. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man das direkt verlinken kann. Also wer es über Spotify hört, kann da draufklicken. Du Fuchs, du. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis sehr nächste gerne. Woche dann. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich habe schon zu Chris gesagt, falls ich ein bisschen müde bin, ich bin heute irgendwie 4:45 und ich bin das nicht gewöhnt, so zeitig aufzustehen. Der arme Erik. Ich sitze hier mit Kaffee und allem. Es klingt auch fast nicht müde, wie du redest. Ich klinge nicht müde. Hallo zum Kino, Karl. Das klingt jetzt eher wie Loyot. Hallo. Hallo. Ist da noch jemand? Das Ei ist hart. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Das Ei ist hart. Nee, warte, es war ganz anders. Das Ei ist hart. Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Die passende Antwort auf seine Frage. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Gut. Als ich das Bad betrat, saßen sie im warmen Wasser. Herr Müller-Lüdenscheid, Herr Dr. Klöbner, ich bade immer mit dieser Ente. Könnte ich noch einen Schuss von ihm heißen? Ente, ja. Die Ente bleibt draußen. Die Ente bleibt draußen. Die Ente bleibt draußen. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Wo ist der Stöpsel? Seid ihr jetzt fertig? Sie sitzen drauf. Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben einen reichhaltigen Fundus an. Ja. Na gut. Bis bald im KinoCast.